Wir haben hier grosszügigerweise so eine Vive Pro von HTC zum Testen bekommen. Und damit ihr nicht nur meine Meinung hört, haben wir sie noch zwei anderen VR-Proben zum Ausprobieren gegeben. Aha, das ist super. Ja. Ja, man schwitzt immer noch drunter. Jetzt so, ist noch mal viel geiler. Also, ich sehe noch weniger Einschränkungen. Also, ich habe jetzt da rechts und links dran irgendwie gar nicht wahrgenommen. Mit dem Sound ist geil. Und jetzt hat man da wirklich die Möglichkeit, das Zeug so ein einzustellen und die Lautstärke und so zu verschieben. Und irgendwie sind sie jetzt besser auf dem Kopf, habe ich das Gefühl. Ja. Oh! Ja, ich finde es nicht so viel. Ja, und es ist ja gar nicht mehr drunter, seht ihr das? Es ist schon, du merkst, es ist schon deutliche, schärfere Konturen, aber ich glaube, also mitten in der Action fällt es dann gar nicht mehr auf. Mir persönlich ist es zu teuer. Muss ich ehrlich sagen, das ist mir der Aufpreis nicht wert, gegenüber der Oculus jetzt oder gegenüber der normalen Vive. Zumindest nicht für die Art Spiele, die ich jetzt spielen will. Ich glaube, als Tech-Demo für Unternehmen und so ist es sicher interessant. Ich denke, sehr interessant auch für so Architekturunternehmen, weil dort hast du schärfere Auflösung, da kannst du besser darstellen und so. Ja, ich kann meinen beiden Kollegen nur zustimmen. Ich finde, die Vive Pro ist wirklich ein geiles Möbel. Sie sitzt extrem bequem auf dem Kopf. Auch die Kopfhörer drücken nicht noch länger am Zocken. Und eben das Highlight, die fast 80% mehr Pixel. Also das sieht man einfach, das Bild ist wirklich schärfer und knackiger. Aber ob das einem auch 1000 Stutz wert ist, finde ich schon noch schwierig zu entscheiden. Ich glaube, es bleibt etwas für Hardcore-VR-Enthusiasten.